Wenn alles nach Plan verläuft, dann ist es bei euch jetzt Sonntag, der 21. November, 8 Uhr oder später, weil das ist der Zeitpunkt, an dem ich dieses Video hier veröffentlichen möchte. Bei uns ist heute aber eine Woche früher, heute ist der 14. November. Es ist 16 Uhr und ja, draußen ist es dunkel, Photovoltaikanlage ist aus. Unsere 12 Kilowatt Peak-Anlage hat heute knapp über 3 Kilowattstunden geliefert. Speicher ist leer, da ist nicht viel reingegangen. Das, was drin war, hat der Speicher in die Waschmaschine entleert. Ja, es ist saure Gurkenzeit für Photovoltaikanlagenbetreiber. Und was machen jetzt viele, die ihr Dach noch nicht voll gemacht haben? Richtig, die denken jetzt drüber nach, Mensch, ich müsste meine Photovoltaikanlage eigentlich erweitern. Genauso ist es uns im ersten Jahr auch ergangen. Und was bedeutet Photovoltaikanlage erweitern, was ihr dafür wissen müsst, darüber wollen wir im heutigen Video mal sprechen. Und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ja, 2018 haben wir unsere Photovoltaikanlage aufs Hausdach bekommen, damals 8,64 Kilowatt Peak. Ganz schön groß, haben wir damals gedacht, als wir echt noch keine Ahnung von Photovoltaikanlagen hatten. Und im Sommer war das auch alles toll. Die Anlage wurde im Juli installiert, tolle Erträge, fing gleich mit 7-8 kW an und ich dachte, yay, super, sie läuft toll. Ja, und dann gingen die Tage so ins Land und dann wurde es September, dann wurde es Oktober. Da wurde es schon ziemlich eng mit unserem zu der 8,64 Kilowatt Peak-Anlage relativ großen 9,3 Kilowattstunden Speicher, denn der war dann ab November eigentlich vollkommen arbeitslos, hatte nichts mehr zu tun. Und ich saß im ersten Jahr da und habe gedacht, Mist, warum habe ich das Dach noch nicht voll gemacht? Ja, Plan geschmiedet fürs nächste Jahr, 2019, kam die Erweiterung, 3,64 Kilowatt Peak dazu, dann insgesamt 12,06 Kilowatt Peak, jetzt schon besseres Verhältnis zum Speicher mit den 9,3 Kilowattstunden. Das Dach ist zwar immer noch nicht voll, das hatte aber andere Gründe, weil wir haben einen Wechselrichter gewählt, einen 10 kW Wechselrichter, an den passen aber jeweils an jeden String nur 22 Module ran, deshalb sind wir da nicht weitergekommen und sind jetzt bei der Größe stehen geblieben. Wir haben noch freie Flächen, auch da werden wir nochmal erweitern. Ist bei uns aber nicht das große Problem, weil wir stellen eine Leiter hin, tragen die Module hoch, Gestell hin, Gehwegplatten drauf zur Befestigung und das ist es. Kabel werden durch den Kaminzug gezogen, das ist kein großer Akt. Wir können also jederzeit ohne große Aktion erweitern. Ja, bei euch mit einem Satteldach oder ähnlichen hohen Dächern ist es was anderes. Da muss ein Gerüst gestellt werden, das kostet dann wieder extra. Die Planung kostet wieder extra, der Transport kostet wieder extra. All das sind Zahlungen, die müsst ihr dann wieder extra leisten, wenn ihr nicht gleich auf uns hört und das Dach voll macht. Die meisten reden dann irgendwann über Erweiterung, wenn das Dach noch nicht voll ist. Ja, und was bedeutet das noch? Interessant ist ja auch, wie sieht es denn aus mit der Einspeisevergütung? Wie sieht es aus mit dem Stromzähler? Was muss da gemacht werden? Und über das Thema wollen wir heute einfach mal sprechen. Ja, wir haben es damals so gemacht. Wir haben die Erweiterung bei den Stadtwerken Quickborn, unserem zuständigen Verteilnetzbetreiber und Messstellenanbieter, haben wir beantragt. Das Ganze wurde so auch genehmigt, weil wir kommen hier gerade mal auf 12 Kilowatt Peak. Bis 30 sollte das überhaupt kein Problem sein. Der Thorsten von Weiß nichts Welt sagt sogar, es geht nicht um 30 kW auf dem Dach, sondern um die KVA-Anschlussleistung im Verteilnetz und dass man noch über 30 Kilowatt rausgehen kann. Da vertraue ich dem Thorsten jetzt einfach mal, dass das so stimmt. Und sind aber weit davon entfernt geblieben. Und im ersten Telefonat mit den Stadtwerken wurde mir aber gesagt, ja, dann brauchen Sie ja noch einen zweiten Stromzähler und dann brauchen Sie nochmal eine Erweiterung Ihres Stromverteilerkastens. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden und habe einfach mal ein bisschen recherchiert und bin beim EEG, bei der EEG-Clearing-Stelle fündig geworden. Und da wurde nämlich ganz klar so geregelt, dass das Ganze mit einer Mischvergütung gemacht wird. Und zwar bedeutet das, dass wir unsere Anlage 8,64 Kilowatt Peak im Juli 18 mit 12,2 Cent Einspeisevergütung ans Netz gegangen, in Mischrelation bekommen zu unserer zweiten Anlage 3,64 Kilowatt Peak im Juli 2019 ans Netz gegangen und damals zu 10,65 Cent. Und wie funktioniert das jetzt mit der Mischvergütung? Das schauen wir uns jetzt mal in einer kleinen Rechnung an.
Wir haben also die erste Anlage mit 8,64 Kilowatt Peak im Juli 2018 errichtet zu 12,2 Cent Einspeisevergütung und haben dann die zweite Anlage, die Erweiterung, um 3,42 Kilowatt Peak zu 10,64 Cent Einspeisevergütung im Juli 2019 ergänzt. Und jetzt rechnen wir die 8,64 Kilowatt Peak der ersten Anlage mit den 12,2 Cent Einspeisevergütung und kommen dann auf 105,408 als Faktor. Dazu addieren wir dann die 3,46 Kilowatt Peak mal die 10,64 Cent. Das sind 36,8144. Und die beiden Zahlen addiert, teilen wir dann durch die jetzige Leistung 12,06 Kilowatt Peak und erhalten so die Mischvergütung von 11,79 Cent. Das ist also unser Wert, mit dem wir arbeiten. Dabei ist es auch vollkommen unerheblich, das sagt die EEG-Clearingstelle auch, ob das Ganze nur an einem Wechselrichter hängt wie bei uns oder ob ihr quasi den alten Wechselrichter erhaltet, eine neue Anlage auf dasselbe Dach baut und einen neuen Wechselrichter dazu hängt. Clearingstelle sagt hier ganz klar, solange die Anlagen im Rahmen der Marktintegration laufen, das heißt 90% dürfen maximal eingespeist werden, ist es egal, dann gibt es keine gesonderten Anforderungen an die Messstelle, das heißt, ihr braucht keinen zweiten Erzeugungszähler für die Erweiterung, am Zählerkasten muss sich nichts ändern, das Einzige ist, je nachdem wie alt die Anlage ist, bei uns war es damals so, dass da noch der gleichstromseitige Überspannungsschutz noch nachträglich angebaut werden musste, das war bei uns kein Problem, weil wir, wie gesagt, den Wechselrichter getauscht hatten, seinerzeit, und so ging das dann ganz problemlos. Ja, also wenn euer Verteilnetzbetreiber oder Messstellenbetreiber vielmehr ankommt und sagt, hier Erzeugungszähler, dann konfrontiert ihn mit der Clearingstelle des EEG. Wir verlinken den Artikel unten und dann sollen sie dazu Stellung nehmen. Bei meinem war damals ganz schnell klar, brauchen sie natürlich nicht, hat das irgendjemand jemals gesagt. Und so sind wir auch drum rumgekommen. So wurde einfach nur der Wechselrichter getauscht, die Module kamen aufs Dach, die Springs wurden neu verkabelt. Und dann konnte das Ganze wieder ans Netz gehen. Das war in, ich glaube, anderthalb Tagen war das erledigt. Länger hat es nicht gedauert. Und dann hatten wir unsere größere Anlage. Ja, und wir werden auch weiter so verfahren. Wir wollen ja noch eine Anlage dazu mit einem gesonderten Wechselrichter. Und der wird dann auch über denselben Stromzähler laufen, weil dann wird das Ganze halt dann mit einer Mischvergütung gemacht. Genauso ist es, wenn ihr jetzt sagt, ich habe eine Photovoltaikanlage mit Überschusseinspeisung oder Volleinspeisung und wollt dann noch ein Balkonmodul irgendwo hinhängen, rein rechtlich. Wenn das Balkonmodul mit einspeist, ist es so, dann müsst ihr das auch so machen. Dann gibt es halt eine Mischvergütung. Gut, die Leistung des Balkonmoduls zieht jetzt nicht wirklich die Einspeisevergütung runter, auch wenn die deutlich niedriger ist beim Balkonmodul. Aber wenn ihr eine große Anlage habt und eine kleine Erweiterung macht mit wesentlich niedrigerer Einspeisevergütung, dann wirkt sich das nicht sonderlich negativ auf die ganze Geschichte aus. Dann müssen wir noch einen Blick aufs Marktstammdatenregister werfen. Was ist hier zu machen? Ja, jede Erweiterung, ob an einem neuen Wechselrichter oder am bestehenden Wechselrichter, wird als eigene Anlage im Marktstammdatenregister eingetragen und muss so auch beim Verteilnetzbetreiber angemeldet werden. Ja, und dann haben wir noch das Thema Finanzamt. Beim Finanzamt ist es so, dass man die Anlage als Wirtschaftsgut, als zusätzliches Wirtschaftsgut zur schon bestehenden Anlage hinzufügt. Das heißt, wenn ihr die Anlage abschreibt, die Bestandsanlage, dann könnt ihr die Erweiterung mit reinbringen, euch wieder die Mehrwertsteuer zurückholen vom Anlagenkauf und könnt die Erweiterung der Anlage quasi als zusätzliches Wirtschaftsgut zu der bestehenden Anlage mit abschreiben. Das heißt, wenn ihr schon ein paar Jahre am Abschreiben seid, dann bleibt es bei diesem Abschreibezeitraum. Meistens sind das ja 20 Jahre linear. Und dann kommt die neue Anlage quasi mit rein und wird dann auch mit 5% für die Restlaufzeit der Abschreibung mit reingebracht. Das heißt, die Erweiterung läuft dann abschreibungstechnisch nicht über die 20 Jahre, sondern über die Restlaufzeit der ursprünglichen Anlage in der Abschreibung. Wie immer, wir sind keine Steuerberater, deshalb fragt bei eurem Finanzamt nochmal nach, aber unseres Wissens nach sollte das so laufen. Ja, Erweiterung von Photovoltaikanlagen, also kein großes Hexenwerk. Das könnt ihr machen. Wenn ihr alles an einen Wechselrichter hängt, müsst ihr natürlich vorsichtig sein, dass die Modulleistung stimmt. Denn hier ist es so, dass die schwächeren Module die Stringspannung vorgeben. Das heißt, die stärkeren Module werden quasi in der Leistung auf die Leistung der schwächeren Module runtergebracht. Das ist bei uns auch so. Wir haben auch die neuen Module um 10 Watt waren es, um 10 Watt stärker, aber die arbeiten jetzt halt auch nicht mit der vollen Leistung. Deshalb unsere 12,06 Kilowatt Peak sind eigentlich auch keine echten 12,06 Kilowatt Peak, sondern man müsste, die Erweiterung waren damals 12 Module, müsste man mal 10 Watt abziehen, also 120 Watt müsste man hier abziehen, dann sind wir also eigentlich nur bei 11,94
Kilowatt Peak. Und naja, wir haben ja eh noch Schatten auf dem Dach. Das heißt, bei uns sind nie alle Module gleichzeitig in der Sonne. Das heißt, über Tigos werden da welche weggeschaltet. Eigentlich haben wir wahrscheinlich so 11,5 kW Peak Leistung, die wir gleichzeitig immer abrufen können. Aber 12,06 sind halt installiert. Das ist halt der Wert. Ja, also wenn ihr erweitern wollt, dann lasst euch davon nicht abhalten. Macht das Dach voll. Wenn ihr noch gar nicht installiert habt, dann erweitert gleich schon in der Planung. Also plant eure Erweiterung schon mit ein. Macht es in einem Rutsch. Ihr spart einfach Geld. Ihr müsst hinterher das Gerüst wieder stellen lassen. Ihr müsst den Transport bezahlen. Ihr müsst die Anmeldung durch euren Installateur bei den zuständigen Stellen nochmal bezahlen. Das sind alles Zusatzkosten, die machen die Sache einfach teurer. Vertraut uns. Macht die Dächer voll, es macht Sinn. Ihr werdet den Strom irgendwann brauchen. Elektromobilität, Wärmepumpe, all das steigert euren Strombedarf. Also nicht an irgendeinem imaginären jetzigen Strombedarf orientieren. Wir hatten auch vor Elektromobilität hatten wir knapp über 3000 Kilowattstunden Stromverbrauch. Jetzt haben wir 4500 Kilowattstunden. Kommt eine Brauchwasserwärmepumpe dazu, werden wir bei 5500 Kilowattstunden sein, und kommt unsere große Wärmepumpe dazu, das kann man jetzt schon ungefähr abschätzen, dann werden wir eher in Richtung 9000 Kilowattstunden Stromverbrauch gehen, wenn nicht sogar 10.000 Kilowattstunden. Also an Eigenverbrauch anpassen macht in dem Sinne nicht wirklich Sinn, sondern macht das Ding voll. Im Video von letzter Woche verlinke ich euch nochmal hier oben, haben wir ja errechnet, bei welchen Installationspreisen das Ganze auf jeden Fall noch wirtschaftlich ist. Das Dach gleich voll zu machen, überzudimensionieren, macht definitiv immer mehr Sinn. Ja, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, wie immer gern Daumen nach oben da lassen. Abonniert den Kanal, dann kriegt ihr solche Videos immer mit. Drückt die Glocke, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung und kommt nicht irgendwie in Video, guckt Stau bei gewaltig nachhaltig. Bei Instagram machen wir auch immer kleine Geschichten, da könnt ihr auch mal reinschauen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass euch das Video geholfen hat. Geht ran an die Erweiterung, wir machen die Dächer voll, wir bringen die Energiewende nach vorne, denn nur mit vollen Dächern und Überschüssen gibt es Wasserstoff, den wir dann wieder für die Dunkelflauten brauchen. Also macht die Dächer voll, ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.